Willkommen zurück. Wir sollten aufbrechen, Pilot. Ich weiß. Willkommen zurück zu Let's Play Titanfall 2. Hier ist euer Steinchen. Also, wir müssen den Sender finden, damit wir unsere Harmony-Welt warnen können vor der Faltwaffe, dessen Prototypen wir gerade vorher gesehen haben. So schaut's aus. Im Pilot, der Sender ist genau vor uns. Ja, genau. Und du nimmst Binett mit. Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Wieso wartest du eigentlich nicht auf mich? Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Ich seh gar nix. Achtung, der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Passt schon. Negativ. Der Nebel ist für organische Wesen tödlich. Tot können sie die Mission nicht fortsetzen. Im Cockpit sind sie sicher. Ja, und wieso darf man die ganze Zeit gleich mit dem Mitfahren? Pilotensteuerung. Ah, da gibt's ein neues Loadout. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Ronin nämlich. Ich glaube, also Norfs, da kriegen wir dann am Schluss. Das ist No-Kampf. Hey da draußen, Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Hier, Captain Cole vom 3. Grenadierregiment! Werden von Stalkern überrannt! Brauchen Unterstützung! Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Dann schauen wir mal, wie sie da Ronin so macht in dem Nebel des Todes. Interessante Taktik, Pilot. Mein 40 Tonnen schweres Chassis eliminiert Stalker sehr effizient. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Sie haben uns den Arsch gerettet. Ja. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Lange hätten wir nicht mehr durchgehalten. Gern geschehen. Wir öffnen jetzt die Sprengtüren. Kommen Sie rein. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Der Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektrotool bergen. Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Der Meter war ein großer Sieg für uns. Ach, halb so schlimm, Burschen. Halb so schlimm. Viel Glück, Pilot. Danke, danke. Wir tun hier unten, was wir können. Wir sollten den Laden einfach versiegeln und vergessen. Das ist deine Antwort auf alles, Larry. Aufpassen, Leute. Dieser Stalker kommt aus den Wänden. Haltet die Augen offen. Roger. Wird von Maschinen gesteuert. Gibt es irgendwo einen Aufzug? Soll er durch diesen Laden durchkommen?
Ist gut, dass wir wieder einen Piloten hier haben. Vielleicht kommen wir aus der Nummer ja doch lebend raus. Sieht aus, als könnten sie ihre Köpfe mit einem Panzer schützen. Unser letzter Pilot ist vor ein paar Stunden auch da lang gegangen. Kam nicht wieder. Seien Sie vorsichtig. Pilot, ich überwache Ihre Fortschritte über Ihr Helm-Display. Ja, der Kanal ist offen, falls Sie Hilfe brauchen. BT, was ist mit den Wänden los? Scanne. Freiliegende Stromkabel. Meiden Sie physischen Kontakt und rücken Sie vorsichtig vor. Okay. BT, was mache ich hier eigentlich? Ihre Mission ist die Beschaffung eines Elektro-Tools. Damit können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender neu starten. Ich habe seine Energiesignatur im Inneren des Umspannwerks geortet. Status, Umspannwerk, Sender 3. Energiesignatur äußerst gering. Da oben geht's aber nicht, gell, wie es ausschaut. Wahrscheinlich da oben mit zurück, ne? Ach, es macht schon sehr viel Spaß, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Walljumping macht sehr viel Laune, das haben sie sehr gut gemacht und ich bin ganz normal gerade im Kreis gegangen, gell? Sehr gut gemacht, Steinchen. Da hätte ich entlang müssen. So. Das mit den Kontrollpunkten haben sie auch voll gut umgesetzt, finde ich. Sehr fair. Und sehr motivierend. Softball. Sehr, wieso nicht? Jetzt oder das ist gut, dass ich da eh mitgenommen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Gekommen, was? Ah, ein Nahkampfattacke und ich bin hin, okay. Sehr gut. Okay, da ist einmal ein Helm. Oder wie viel holt das hier von der Softball aus? Das ist ja Wahnsinn.
neutrallos. Ist da irgendwo Helm zufällig? Das Softball hat mir jetzt gar nicht zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, als Waffe. Das ist eh fast besser, gell? Mäßig ist das auch sehr, sehr dumm eigentlich, muss ich sagen. Der Shooter mal. Ach schon, das Zeitreisen, das hat man taugt. Das ist ja wie ein Labyrinth. Wie tief geht's da runter? Maximale Tiefe beträgt laut meiner Scans 300 Meter. Was ist das hier? Offenbar handelt es sich bei diesem Ort um das Stromnetz eines Interstellarsenders der IMC. Sind wir gut unterwegs, finde ich. Räusper, räusper. Knusper, knusper. Ja, kommt das jetzt, das was ich mir vorher schon erhofft hätte, dass ich doch durch die Luft flicker? Ja. Anomalie festgestellt. Organisch. Außerplanmäßige Turbinenabschaltung. Überbrückung erfolgreich. Abluftventilator offline. Keine Angst. Ihr Jumpkit wird den Fall abfangen. Okay, umgehen, Elektrowohl holen und dann wahrscheinlich da unten durch. Werkzeug in 30 Metern geortet. Das ist ein Hack, oder? Ah, der tut mir richtig leid, da oben. Wo? Betätigen Sie den Schalter mit dem Elektro-Tool. Danach können Sie über die Turbine laufen. Ach, okay, da oben. Elektro-Tool, Elektro-Tool. Wo bist du? Ah! Ich hätte vielleicht schneller. Bereit machen für Reverse-Operation zur Effizienz. Danke, wie geschaut. Grüß euch. Warum ist da. Wir bewegen mich jetzt gerade so langsam, merkt ihr das? Okay. Warum auch immer mal. Nehmen wir es das sowieso auf, ich glaube, ich komme da mit Wall gar nicht auf, oder? Ah,
So. Okay, hier in die Mohitok kann schon. Irgendwo war cool nur einen blauen Helm zu finden, aber das wird wahrscheinlich nichts. Schnell durch, anstatt dass ich da noch einen Helm suchen würde. Kühlkörperabkühlung läuft. Kühlkörpertemperatur 75%. Ich weiß eigentlich nicht, was ich da tue. Geil, gegenüber die Softball ist das super. Kühlkörpertemperatur gekühlt. Okay. Holy motherfuck! Das war mal lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, mit dem war jetzt gar nicht. Das war gar nicht gefasst. Ziemlich beeindruckend, Pilot. Grüß euch. Wir werden bereit im Kontrollraum. Ziemlich geil gemacht, ich weiß, danke. Schön, dass Sie zurück sind. Dank dieses Elektro-Pools können wir endlich die Milizflotte kontaktieren. Können wir nach Hause telefonieren? Aufgegeben wird nicht, Jungs. Der war jetzt ziemlich geil. Der Run durch den Kühlkreislauf, ja, hat mir jetzt gut gefallen. Es ist sehr cool. Also es ist los, dass ich für jedes Level irgendwas Nikes Kleines einfällt. Das mag ich gern, das habe ich gern. Der Pilot ist zurück und wie es aussieht, hat er ein Elektro-Tool dabei. Das ist unsere Fahrkarte nach Hause. Gute Arbeit. Jetzt können wir die Energieversorgung reaktivieren und den Sender starten. Gerade richtig, Cooper. Wir haben alles neu verkabelt. Jetzt brauchen wir nur noch Strom. Pilot, die Relais der Energiekammer sind offline. Das Elektro-Tool müsste sie allerdings reaktivieren können. Hoffen wir, das Elektro-Tool war die Mühe wert, Cooper. Wir machen auf die Hin. Vorsicht, hohe Strahlungswerte auf 12 Uhr. Ihr Anzug schützt Sie in der Kammer nur für begrenzte Zeit. Sie sollten sich beeilen. Mhm. Sie sollten nicht so lange da drin bleiben, wenn Sie nicht gegrillt werden wollen. Öffne die Luke in 3, 2, 1, los! Ja, wenn ich es finden darf. Ah, toll, ich stirb sicher. Sie sollten die Kammer umgehend verlassen. Ich weiß nicht, ob er der Ausgang ist. Gute Arbeit. Wir haben wieder Strom. Okay, okay, das war wir haben wieder Strom. Blenden öffnen. Bringen wir den Sender zum Laufen. Öffne Blenden.
Diagnose, Energie 100%. Zielerfassung zurücksetzen. Ablenk-Zielerfassungsmodul wird zurückgesetzt. 60%. 70%. 80%. 90%. Warnung. Fehler. Notfall abschalten. Was? Captain, das Ablenk-Zielerfassungsmodul ist offline. Verdammt, Wette, die IMC ist schon unterwegs. Davon sollten wir ausgehen. McCord, können wir das Modul überbrücken? Nein, Sir. Nicht ohne der gesamten IMC-Flotte eine Nachricht zu schicken. Dann müssen wir das Modul manuell reparieren. Pilot, Ihre Fähigkeiten sind gefragt. Natürlich. Ich hoffe, Sie mögen Höllentrips, Pilot. Sie müssen den Sender vor Ort reparieren und so schnell es geht hierher zurückkehren. Was? Dann machen wir das doch. Sender. Steuerung geht an Pilot. Warum ist jetzt mein Loadout auf Iron? Ronan! Seien Sie vorsichtig. Wir haben da viele gute Soldaten verloren. Ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet überhaupt. Gefallener Pilot geordnet. Laut meiner Speicherbänke hat er sich im Rahmen der Operation Fracture als hervorragender Kämpfer bewährt. Fracture war der Codename einer Betankungsoperation der Miliz auf dem Planeten Victor. Wir haben damals hohe Verluste erlitten, konnten die Flotte aber retten. Shit. Ich darf nicht einsteigen, die. Das sind ja dämlich. Funktionsfähiges Ablenk-Zielerfassungsmodul geortet 428 Meter nordöstlich. Meiner Analyse zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Wenn Sie gestatten. Geht das wirklich gut? Erfolgschance 68%. Okay. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Diese Annahme ist nicht zu 100% zutreffend. Doch in dieser Situation durchaus angebracht. Good luck, Hefan. Wind 3 Knoten. Richtung 274. Reichweite 95 Meter. Projektilmasse 89 Kilogramm. Vertrauen Sie mir. Wieso wirst du mir nicht... Guter Wurf. Gern geschehen, Pilot. Viel Glück da drüben. Richter, hier ist Blisk. Ja, Richter hier. Der verdammte Pilot will den Sender benutzen. Halten Sie ihn auf. Ich verlasse mich auf Sie. Blisk, out. An alle Sicherheitskräfte. Richter hier. Zum Sender. Los. Findet diesen Knirps. Sofort. Lass mich nicht hängen. Verstanden. Zulu 1, Kilo 1 vorrücken. Alpha 2, setzen die Soldaten ab. Schnell. Thunderbolt. Nehmen wir doch zu Gaudi einmal. Ach, da drüben sind drei Köpfe sind da drüben. Das ist ziemlich pretty straightforward, aber... Oder auch nicht. Doch. Ah, okay. Ich darf mir eine Wand hinstellen, aber da drüben war ich grad. IMC-Landungsschiffe nähern sich ihrer Position. Zerschuss!
Jeder Schuss ein Russ, gell? Sag mal immer. Für gassistisch. Tut mit Laden. Aber jeder Treffer muss sitzen. Ich hab nicht viel Munition für das Gewehr, das sehr, sehr geil ist, muss ich sagen. Ein Volt gibst du schon, geil! Es ist mein Lieblingswaffe im Multiplayer. Ja, passt. Vorher doch kein Dings mehr. Wo muss ich denn eigentlich hin? Schauen wir mal. Ich weiß halt nicht, wo ich hin muss, gell? Das ist ein bisschen ein Nachteil. Ich weiß, dass ich von da gekommen bin, da liegt mein Thunderbolt nämlich. Ich will trotzdem den Weg gehen. Na super, da war mir ja gerade. Schon wieder ein Thunderbolt. Ah, deswegen gibt's ein Thunderbolt. Weil der verdammte Reaper ist. Ach du meine Güte. Alles klar. Jetzt kommt er, gell? Dann komm her, Reaper! Das war's mit Reaper, gell? Auf der Distanz ist jetzt halt ganz scheiße, die. Dann Sniper, das da kommt gar nichts. Ich sehe das Ziel nicht mehr! Ich sehe die auch nicht. Wo
Da gibt es so viel zu holen und verpassen, glaube ich. Ja, da ich ohnehin nicht alle Helme finde, mache ich mir gar nicht die Mühe, da irgendwie Helme zu holen. Also sie liegen wirklich direkt auf dem Weg. Okay, das heißt, ich darf mir wegen der Plattform ausrichten. Grüß euch. Zum Beispiel ein Helm, gell? Jetzt, wenn ich gesehen habe, holen wir natürlich. Mhm. Hier ein Helm, da ein Helm. Ja, das ist ja pretty straightforward, hätte ich gesagt, wieder mal. Da-dam, da-dam, da-dam. Na, das muss ich mit Anlaufen machen, sonst. Naja, so gut war der Anlauf auch nicht, gell? Sehr geil gemacht. Der kommt auf euch zu, bitte bestätigen. Kilo 1-4, hört ihr mich? Bitte komm, Kilo 1-4. An alle Einheiten, Kilo 1-4 antwortet nicht. Bereit machen für Angriff. Das war Ziel an Sender 4. Ziemlich geile Multiplayer-Map. Das willst du nicht spielen, weil da keine Titanen auf der Map funktionieren. Aber so war es schon ziemlich geil, Piloten gegen Piloten. Sehr geil, muss ich sagen. Naja. Motherfuck. Hab Sichtkontakt verloren! Hey, da drüben!
hab's dir eigenen erwischt gerade. Ja? Ziel ist in der Nähe! Ziel ist. Ja. Ich meine, für das, dass ich auf schwer spiele, ist die KI jetzt auch nicht die beste, gell, muss ich ganz ehrlich sagen. Das passt bei mal die Volt, glaube ich. Ablenk-Zielerfassungsmodul geortet. Überprüfen Sie Ihr HUD. Zulu 16. Das Team am Eingang von Sender 4 wurde aufgerieben. Könnte sein, dass der Pilot von dort senden will. Zulu 1 an Richter. Ziele des Piloten sind unklar. Könnte sein, dass er uns von dem Titan weglocken will. Nein. Konzentriert euch auf den Piloten. Für den Titan habe ich andere Pläne. Ganz schön weit sind wir gekommen, gell? Ganz schön große Map. Die diese Great Map. Ne. Erinnert mich von der Aussprache her natürlich an die eine Frau von Witcher 3. Ne. It is a really great map. It's a really great map. Map. Ich hoffe, ihr turnt euch nicht gegen euren Erschaffer Roboter-Armee. Hat Achievement Kirk. Weiß nicht, gar nicht, ob sie das Overlay sehen im Stream. Gut, Sie sind an der Steuerung. Bewegen Sie die Schüssel ganz nach rechts, um sie in Reichweite zu bringen. Ich glaube, die Schüssel. Achso, ja. Alpha 1, ist er schon tot? Er hat bitte Lage bringen. Over. Richter, wir brauchen Unterstützung. 5 Minuten ist immer noch aktiv bei Sender 4. Over. Unterstützung? Sie schwächlich. Unterstützung ist unterwegs. Warum bin ich da oben gefallen? Das tut mir gut. Achso, was aber stehen bleibt, genau da. Das Modul ist im Projektor der Schüssel. Ablenkmodul gebogen. Erwarte Ihre Rückkehr, Cooper. Achtung, Wartungsmodus aktiviert. Mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis ich da wieder daheim bin. Bitte komm! Was zum Teufel? Richter, du bist angeschwärzt und deine Truppen bringen nichts zustande. Also ich kann jetzt springen. Deswegen bist ziemlich im Arsch. Alten Abwehrsquads sind eingetroffen, erbitten Unterstützung.
Na, das war nicht richtig. Fick dich doch, Alter, ich bin jetzt blöd, dass ich... Ja, 5 Jahre später hat das Steinchen dann auch über die Plattformen geschafft. Das hat bis jetzt immer so leicht ausgeschaut, aber das ist nicht leicht. Es ist, weil ich so gut bin. Jetzt bin ich erst einmal nicht gut. Weil ich da so hoch bin. Ah! So. Jetzt reise ich mir aber zusammen, versprochen. Feindliche Infanterie. Geben, gell? Ah, der OW noch immer passt. Ich hätte Seil nehmen können da oben. Oh je, so lange wie der jetzt lohnt. Na, warte mal. An das Seil, los, Bewegung! An das Seil, okay. Attackiere feindliche Infanterie. Willkommen zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren. Bitte rein, sehr gut. Pilotenmodus aktiv. So, jetzt haben wir uns ein bisschen die Lage beruhigt, können eigentlich raussnipen. Der Entferner ist ja der Ronin ziemlich bescheiden. So, wo muss jetzt hin? Gefahren eliminiert, Gebiet gesichert. Sind Sie okay, Pilot? Ja. Geht so. Wie geht's dir, BT? Schadensbericht. Systeme arbeiten korrekt. Und trotz ihrer Selbstbewertung, ich bin sicher, Captain Leslie Moser hätte gesagt, sie haben tapfer gekämpft, Cooper. Danke. Genau jetzt schreit mein AMD-Scheiße, ein neuer Treiber ist verfügbar. Brrrr. Protokoll 2 Missionsupdate. Uplink-Modul ersetzen. Der Modulsockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Kletterpartie. Okay. Ja, wirst mir halt wieder. Okay. Das funktioniert. Was? Tot? Okay, ich kann da nicht dabei. Was? Wurscht. Was?
runter zu den Nählen. Aber bitte. Kletterpartie sogar passt. Kletterpartie. Ist ja wurscht, da drüben ist ja ein Helm, den ich nicht mehr erreichen kann. Shut up. Les Kears Sloan. Was gibt's? Kane und Ash sind tot. Jemand tötet einen Söldner. Und eins unserer Funkgeräte wurde geklaut. Ich wusste, du hättest diese Idioten nicht anheuern sollen. Hey, Pilot. Hier spricht Kuben Blisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay, machen Sie nur so weiter. Aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Machen Sie nur so weiter, aber die hier stehen. Aufhören. Blödsinn. Genau sowas wird mir aufhalten. Ganz okay, finde ich. Zum Glück bin ich nicht schwindelfrei. Oder bin ich schwindelfrei? Die Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. Hypothese, sehr gute Hypothese. Dann machen wir das doch. Alte Batterie raus. Neue Batterie rein. So. Ja, gute Hypothese war das. Thumbs up. Sehr geil. Die Schüssel ist wieder online. Kommen Sie zurück, dann kontaktieren wir die Flotte. Großartige Arbeit, Sir. Ja. Bevor wir da im Kampf. Ja, ja, bin schon unterwegs. Richter Ende. Richter! Richter hier. Piloten abfangen und zerstören. Dann kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper nähern sich. Sehr gut, das wäre der erste Fakt des Tages. Kontrollraum abriegeln. Bedrohungen geortet. Abriegelung läuft. Wir helfen von hier aus. Ich bin der King auf der Hill und. Ich hab's keine guten Karten. Sehr geil. Festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Titan. Sehr gut. Achtung, IMC-Bodeneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden. Ihr habt die Wahl, wer ihr sein wollt. Und jetzt tötet den Kerl. Feindlicher Titan in Sicht. Greife an. Lass ihn hier nicht lebend raus. Es ist doch nicht vorbei, Milizionär. Los ist immer viel. Alle den Tod verdienen. Kritischer Schaden. Warnung.
Unser Reaktor ist in Schuss. Richter. Du kämpfst, dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Ja, Mann gegen Mann, dann steig aus. Fang mir an, du Idiot. Den Town haben. Ich brauche halt ein paar Batterien, gell, hätte ich gesagt, einmal. Das wird der erste Fakt des Tages. Warum? Pumpschaden festgestellt. Ich knall dich ab wie einen Hund. Dann erwirke ich dich mit bloßen Händen. Kritischer Schaden. Warum? Du hast halt ziemlich viel mehr Energie wie ich, gell. Das ist mein. Der Town oder? Der Richter. Der Richter wird die Zeit, du bist. Vorrücken! Mach diesen armseligen Wurm fertig! Dafür wirst du bezahlen, du armseliger. Jetzt stirbst du plötzlich. Kritischer Schaden. Warnung, Warnung. Besiegt. War knapp eigentlich am Schluss nochmal, aber es geht. Aber ohne Batterien hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Gut, dass ich mir den aufgehalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen, wo muss ich ihn hin tun. So, Plattform nach oben. Grüß euch. Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Ach, danke. Alle Systeme einsatzbereit. Grenier, los! Ja, Sir, Übertragungssequenz aktiviert. Es funktioniert. Signalstärke bei 25% und steigend. 60%, sieht gut aus. Gleich haben wir es, 80%. Maximale Signalstärke erreicht. Wir können jetzt senden. Datenstrom wird übertragen. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hops. Hier ist Commander Sarah Briggs, Kommandeur der Miliz SRS. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. Ja, sehr gut. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tyler Simosa wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass Simosa dich mit dem Schützen verlinkt? Ja, er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Ja, bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, VT. Erlaubnis erteilt. Das ist großes Lob von einer Maschine, Cooper. Mhm.
Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Titan zurückverfolgen. Okay. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Die Bundeslade müssen wir finden. Sehr cool, Großangriff. Feuerprobe. Er lacht wieder. Die IMC hat eine Faltwaffe entwickelt, die imstande ist, ganze Welten zu zerstören. Aber ohne ihre Energiequelle, die Lade, ist sie wirkungslos. Wir müssen die Lade bergen, bevor sie die Luftwaffenbasis verlassen kann. Marauder Corps, Waffen entsichern! Bereit machen für Titanfall! Bereit machen für Titanfall. Sehr geil. So schaut also Titanfall vom Cockpit aus. Beams. Das ist unser Angriffsziel. Ja. Sehr cool. Danke fürs Einschauen. Das machen wir das nächste Mal wieder. Wenn es heißt Let's Play Titanfall. Bye.